Boah, was für ein Tag, was das Wetter angeht in Hamburg. Ich weiß nicht, ob es in anderen Teilen Deutschlands auch so schlimm war für die Leute, die nicht aus Hamburg kommen und hier zuhören. Aber in Hamburg hat es heute geschneit. Und äh, überwiegend war das dann auch irgendwie so ein ekliger Schneeregen. Und äh, ich bin gerade nach Hause gekommen. Heute Morgen schon einmal komplett vollgeschneit worden und nass. Wie gesagt, Schneeregen. Und jetzt gerade am späten Abend auch wieder nach Hause gekommen und. Voll geschneit und nass. Aber ansonsten war es eigentlich eine ganz gute Woche. Ich habe diese Woche dreimal mittrainiert, weil an drei Tagen drei meiner Schüler unterrichtet haben. Und es war geil. Es war richtig gut. Ich habe Montag trainiert, ich habe Mittwoch trainiert und Donnerstag, also gestern. Heute habe ich Training gegeben und Dienstag habe ich Training gegeben. Ja, ja es war auf jeden Fall eine gute, ein gutes Verhältnis. Und ja, auch sonst finde ich, läuft es bei IPA ganz okay. Was mich noch ein bisschen stört, aber das ist ganz normal, das fällt nur bei IPA-Dollar auf, weil wir klein sind, ist, dass manche Tage halt einfach deutlich besser besucht sind als andere. Ähm, Montag ist traditionell der am stärksten Besuch besuchtes besuchteste Tag. Und generell ist es so, meine Erfahrung in Jujutsu-Akademien zumindest, dass Montag, Mittwoch und Freitag einen von vielen, Leute, Le einen von vielen Leuten ein zumindest geplanter Rhythmus ist, weil es halt einfach auch ein schöner Rhythmus das ist. drei in die woche training das ist für die meisten Menschen die richtige Anzahl an Trainings pro Woche und man hat halt einen Tag Pause dazwischen und dann ist das Wochenende, bevor es resettet wird. Und Dienstag und Donnerstag sind meiner Erfahrung nach traditionell immer so ein bisschen die schwächeren Tage, wobei der Dienstag tatsächlich bei IPA recht stark ist. Weiß nicht warum, vielleicht einfach weil dann einige Leute den Montag, wenn sie den Donnerstag doch verpasst haben sollten, ähm, nachholen. Und Donnerstag, das ist auch meine Erfahrung bei Nexus damals gewesen, ist dann halt der schwächste Tag. Und bei uns fällt es halt auf, weil bei uns heißt ein schwacher Tag halt, wir sind dann nur zu viert. Was überhaupt nicht schlimm ist. Ich zum Beispiel heute waren wir zu viert und ich habe das Training mega gefeiert. Am Montag waren wir halt zu zwölft oder so oder zu zehn, ich weiß es nicht mehr genau. Und das ist halt. Ja, es ist halt einfach von der Atmosphäre her ganz, ganz eine andere. Ähm, beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich feiere eigentlich beides. Nur gerade jetzt zum Beispiel, wo halt gleich so zwei Leute im Urlaub sind und einer wegen Arbeit ständig verhindert ist, weil er auf Montage war und jetzt erstmal wieder klarkommen muss. Das sind halt gleich schon mal drei Leute. Das ist halt von, von unserem Mitgliederstamm halt prozentual ein sehr hoher Anteil. Das ist was anderes, wenn man 100 Mitglieder hat, dann sind drei Mitglieder halt nicht so viel. Bei uns ist es halt was anderes. Aber ansonsten will ich mich eigentlich gar nicht beschweren. Ähm, ich, ähm, ich hatte, ich weiß nicht wann, ich glaube am Mittwoch oder so, einem, einem meiner Schüler ähm, einmal kurz so mitgeteilt: Ey, kann es sein, dass du die Überweisung, äh, den Mitgliedsbeitrag diesen Monat vergessen hast? Weil ich hatte bis zu dem Zeitpunkt keine, ähm, keinen Eingang von ihm. Und dann meinte er so: Oh ja, ich habe äh, heute, es heute Morgen gemacht, ich habe das einfach vergessen oder irgendwie sowas. Und ähm, dann meinte ich: Ja, okay, alles klar, kein Ding. <laughs> Und dann meinte er, aber ist es ist es nicht so, dass du jetzt die Miete nicht zahlen kannst, oder? Und da meinte ich so, nee, also zunächst einmal, die Miete muss ich eh immer am 27. des Monats im Voraus entrichten und die Mitglieder zahlen halt frühestens am 1. des Monats. Das heißt, ich muss so oder so die Miete immer auf, auf der hohen Kante haben. Und in der Vergangenheit, bis vor relativ kurzer Zeit, war das tatsächlich jeden Monat so, dass ich so am 26. jemanden bitten musste. Ich hatte da zwei Leute. Kannst du mir bitte so und so viel, ähm, manchmal waren es hunderte Euros, manchmal waren es nur so 52 Euro, die ich bitte brauche, damit die Miete gezahlt werden kann. Ähm, was ja nicht mal unbedingt ein Geldproblem an sich ist, sondern einfach nur ein Liquiditätsproblem, weil das Geld ist da. Das geht dann halt aber erst ein paar Tage später ein. Ja, aber am Anfang, also am Anfang war die Miete ja noch nicht, noch nicht gedeckt so, ne? da war das schon alles ein bisschen knapper. Und jetzt tatsächlich, ich glaube, seit Januar ist es so, dass die Miete ähm, komplett immer vorhanden ist, jeden Monat. Also am 27. des Monats ist die Miete schon komplett auf dem Konto, ohne dass auch nur ein einziges Mitglied für den kommenden Monat gezahlt hat. Das ist quasi ein Guthaben, das aktuell vorhanden ist. Ja, ähm, also. Wie gesagt, ich will mich nicht beschweren. Wir haben jetzt im März. Wir haben eröffnet vor, ähm, ja, Mathe. Ähm, vor keine Ahnung, acht Monaten oder so. <laughs> also wir sind noch in unserem ersten Jahr. Dass wir allein schon Break-Even sind, da bin ich schon mega froh drum. Wir hatten letzten Monat unseren Umsatz schlechtesten Monat. Ähm, da glaube ich sogar das erste Mal, dass mehr als nur die warmen. Warmkosten äh, drin sind, weil ähm, Strom und Gas lässt sich aktuell so ein bisschen schwer einschätzen. Das werde ich dann spätestens im August sehen, wenn die Abrechnung kommt und dann möglicherweise, also was heißt möglicherweise, hundertprozentig Nach Nachzahlung kommen, also bin, mindestens beim Gas, weil da habe ich nur einen sehr niedrigen Abschlag. Das weiß ich aber auch. Der ist mit 50 Euro halt sehr knapp bemessen und unser Verbrauch ist jetzt schon im Winter echt ordentlich gewesen, weil wir müssen halt heizen, es geht nicht anders. Und auch das Strom, also da habe ich einen sehr hohen Abschlag von, ich glaube, 89 Euro oder so. Digga, ist das viel Geld. Ähm, aber da verbrauchen wir auch ne, der Durchlauferhitzer. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, seit Januar ähm, ist dieser Betrag für die Mieter immer schon im Voraus vorhanden und ich muss nicht mehr äh, um Liquiditätszahlungen bitten, die ich dann immer drei Tage, vier Tage später zurückgezahlt habe. Und ähm, ja, das Jahr war ganz interessant jetzt, also seit Januar, weil. Ähm, IPA hat ähm, tatsächlich ohne eine einzige Werbung alle ihre Mitglieder bekommen können über die letzten acht Monate. Ähm, und wir hatten eigentlich ein stetiges Mitgliedswachstum von immer, ich würde sagen, so keine Ahnung, vielleicht zwei Mitgliedern pro, pro Monat und bisher auch noch keine Abgänge. Das heißt, wir haben wirklich pro Monat zwei Nettozugewinne an Mitgliedern und ähm, das fand ich persönlich, ist eine ganz gesunde Entwicklung. So, wenn man das über ein Jahr sieht, dann sind das 24 Mitglieder. Ähm, wenn dann noch ein weiteres Jahr folgt und keiner gegangen ist, sind wir schon bei 48 und dann glaube ich, mehr können wir auch nicht aufnehmen, wenn sie denn alle zum Training kommen würden. <laughs> ähm, auf jeden Fall war das interessant, dass das dann zum Ende des Jahres einfach aufgehört hat. Also im Dezember hatten wir noch diese erwähnte Quote und dann im Januar, also wir haben dieses Jahr noch keinen einzigen neuen ähm, Tragsabschluss gehabt. Ja, das war erstmal, ähm, als es dann halt im Januar so war, habe ich mir erstmal nichts bei gedacht. Dann war das im Februar halt wieder so. Ähm, immer wenn ich den Monatsabschluss mache, prüfe ich auch solche Zahlen. Und jetzt ist halt der März auch schon fast zur Hälfte rum und ähm, ja, ähm, nicht besorgniserregend, aber auffällig und fühlte sich auch erstmal komisch an. Aber jetzt tatsächlich haben wir ähm, letzte Woche zwei Probetrainings gehabt, die auch beide begeistert waren. Nächste Woche hoffentlich noch ein Probetraining, wenn sie aus der Erkältung zurückkommt. Ähm, also ich habe das Gefühl, jetzt nimmt das Ganze wieder ein bisschen Fahrt auf. Vielleicht hat es auch mit dem Anfang des Jahres zu tun gehabt. Ähm, keine Ahnung. Das sind so Dinge, die werde ich über die Jahre dann wahrscheinlich sehen, wenn ich so ähm, langjährige Erfahrung habe und irgendwie so ein bisschen die Saison vielleicht einschätzen kann. Ich glaube, ja, im Januar schließen Fitnessstudios ganz viele Verträge ab. Vielleicht nicht unbedingt Jiu-Jitsu-Akademien, wer weiß. <laughs> Auf jeden Fall, ähm, ja, hoffe ich, dass der März jetzt wieder diese, diese bekannte Quote annimmt. Und, ähm, ja, ansonsten gibt es echt nichts, worüber ich mich beschweren kann. Also, Jiu-Jitsu macht mir wieder richtig viel Spaß. Wie gesagt, ich habe diese Woche dreimal trainiert. Ähm, ja. Alles wieder ein bisschen mehr zur Balance zurückgefunden. Ich habe zwei der sieben Uhr Einheiten abgegeben. Mache das jetzt noch mit montags, mittwochs, freitags. Das ist auch ein schöner Rhythmus, wie schon anfangs erwähnt. An den anderen beiden Tagen schlafe ich aus, genauso wie am Wochenende. Ich arbeite nicht mehr als Türsteher. Ich schlafe also an mehr, mehr Tagen in der Woche aus, als ich um 5 Uhr aufstehe. Das ist schon gut. Ja, jetzt ist Freitag, Freitagabend. Ich bin jetzt langsam wieder aufgewärmt von der Fahrt nach Hause. Und werde jetzt mal duschen gehen und dann essen. Und dann ist morgen, glaube ich, ein Jiu Jitsu-Freier Tag. Ich habe nur um 11 Uhr DVD-Training. Da freue ich mich schon drauf. Und dann geht es am Sonntag wieder weiter. Okay, dann wünsche ich ein schönes Wochenende und gute, gute Trainings. Bis dann.